Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Halloween steht ja vor der Tür und ich habe Einladungskarten gebastelt und möchte euch zeigen, wie diese Karte entstanden ist. Ich mag ja die Aquarelltechnik, aus diesem Grund habe ich den Hintergrund einfach mit Aquarell gestaltet, die neue Stanze genommen mit den kleinen Fledermäusen und natürlich die wunderhübsche Hexe. Und mit einem Wink auf Stella bekommt sie noch ein wenig Glitzer. Für diese Karte habe ich das alte Stempelkissen Pfirsich Pur genommen. Ich werde jetzt aber das neuere benutzen und zwar mit der Farbe Grapefrucht. Ihr braucht außerdem noch einen Stamping-Spritzer, ein Stückchen Folie. Ich habe mir jetzt ein Stückchen Folie genommen, wo man die Karten hier hereinsteckt. Weiterhin habe ich Aquarellpapier genutzt, orangefarbenes Papier sowie einen Kartenrohling. Ihr nehmt euch jetzt die Folie und drückt diese in das Stempelkissen. Danach nehmt ihr den Spritzer und befeuchtet die Stempelfarbe mit Wasser, so dass sie schön verläuft. Hier könnt ihr sehen, wie ich das meine. Wenn die Farbe gut verlaufen ist, nehmt ihr euch die Folie und drückt diese Folie auf das Aquarellpapier. Dadurch, dass die Folie durchsichtig ist, könnt ihr die Farbe gut an die Stellen verteilen, wo ihr sie gerne hättet. Nutzt die Kanten der Folie, um einfach die Farbe noch in die gewünschte Richtung zu schieben. Ihr könnt auch mehrmals die Folie aufsetzen, so dass ihr bestimmen könnt, in welche Richtung denn eigentlich die Farbe verwischen soll. Hier seht ihr, es passt mir alles noch nicht so, wie ich das gerne haben möchte. Und ich nehme mir einfach eine Ecke der Folie und verschiebe mir die Farbe in die Richtung, die ich möchte. Jetzt nehmt ihr den Embossing-Föhn und trocknet alles. Wenn ihr mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden seid, dann nehmt einfach noch einmal ein bisschen Stempelfarbe. Mir hat es jetzt ausgereicht, die Farbe auf der Folie, wie sie gewesen ist. Und noch ein paar Kleckse werde ich aufsetzen. Und diese Kleckse trockne ich dann ebenfalls nochmal mit einem Embossing-Föhn. Je öfter ihr die Schritte wiederholt, umso intensiver wird euer Ergebnis werden. Um den Hintergrund weiter zu gestalten, nehme ich mir ein schwarzes Memento-Stempelkissen und den Hintergrundstempel Artisan Textros. Hier könnt ihr sehen, was ich vorher genutzt habe. Das ist jedoch ein altes Stempelset. Ich ziehe mir diesen Stempel auf einen Acrylblock. Achtet dabei, dass wenn ihr den Stempel aufsetzt, dass der auslaufende Bereich zu den Kartenrändern zeigt. Den Vorgang wiederholt ihr ein zweites Mal in die andere Richtung. Nun nehmt ihr euch orangefarbenes Papier und die Handstanze Sonne und stanzt euch einen Kreis aus. In Schwarz wird mit der Handstanze 2 Zoll ein Kreis ausgestanzt und dieser kommt dann auf den Sonnenkreis oben auf. Und ihr werdet bemerken, ein kleiner Rand bleibt. Und jetzt nehme ich mir die kleine Hexe und male mir diese mit Stampin' Blends aus. In dem Stempelset Cauldron Bubble findet ihr die kleine Hexe sowie den Besen. Ich liebe die Alkoholmarker von Stampin' Up. Mit den Stampin' Blends kann man sehr schnell die Stempel ausmalen. Als erstes nutze ich Brombeermus in Dunkel und male mir die dunkleren Bereiche ein. Und danach gehe ich mit dem helleren Brombeermus über die restlichen Bereiche. Wie ihr allerdings vorgeht, ist völlig egal. Ihr könnt von hell nach dunkel malen oder von dunkel nach hell. Wichtig ist, dass ihr noch einmal über die Bereiche fahrt, wo ihr schon einmal die Farbe aufgetragen habt, so dass die Farben ineinander verlaufen. Die Stifte haben zwei unterschiedliche Spitzen. Ich benutze am liebsten die Pinselspitze. Damit kommt ihr in jeden kleinsten Bereich hinein. Wenn ihr euch einmal mit der Farbe vermalt, ist das auch kein Problem. Ihr habt so etwas wie einen Killer, das nennt sich Blender. Und dort könnt ihr die Farbe wieder entnehmen. Der Blender funktioniert ähnlich wie ein Tintenkiller. Die nächste Farbe, die ich nutze, ist Mangogelb. Ich bin begeistert, wie schön kräftig das Gelb ist.
Zuerst nehme ich die dunklere Farbe und male mir die Bereiche ein, die ich dunkel haben möchte. Und später gehe ich mit der helleren Farbe über die dunklere Farbe und die hellen Bereiche, so dass die Hexe ein wenig Tiefe erhält. Hier könnt ihr sehen, hier nehme ich die Filzstiftspitze. Ihr müsst schauen, mit welcher Spitze ihr am besten zurechtkommt. Und welche Farbe ich wirklich fast immer benutze, ist Elfenbein. Mit Elfenbein könnt ihr jede Gesichtsfarbe gestalten. Bei den Schuhen könnt ihr auch sehen, diese habe ich grau vorgemalt und ich gehe einfach noch einmal mit Gelb hinüber und schon entsteht ein Schattenbereich. Also ihr könnt das auch mit anderen Farben kombinieren, ihr müsst jetzt nicht Gelb nehmen. Ihr könnt auch, wie gesagt, Grau euch nehmen und einfach drüber malen. Bei mir bekommt ja jede Figur noch einmal Wangen. Aus diesem Grund nehme ich mir einen dunkleren Stift und male mir die Wangen ein. Und damit die Wangen nicht so aufgesetzt wirken, gehe ich einfach noch einmal mit der Farbe über die aufgemalten Wangen und so verwischt die Farbe. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Ich male hier noch einmal mit Elfenbein die Wangen nach und die Wangen verlaufen sozusagen im Gesicht. Und die Wangen wirken dann nicht aufgesetzt. Den Hut habe ich hier noch vergessen. Diesen male ich auch noch einmal grau an. Hier könnt ihr sehen, die kleine Hexe ist fertig. Ich zeige sie euch noch einmal. Damit die kleine Hexe ein wenig hübscher aussieht, nehme ich mir einfach einen weißen Stift und male noch einmal einen Glanzbereich auf. Natürlich darf der Hexenbesen nicht fehlen. Diesen male ich mir wieder mit Mangogelb an, einmal in dunkel und einmal in hell. Jetzt ist die weiße Farbe von dem Hut getrocknet und ich gehe mit einem Wink auf Stella über den Hexenhut und über den Mantel und ihr werdet sehen, die kleine Hexe schimmert jetzt und glitzert. Da die Hexe jetzt fertig ist, nehme ich mir meinen schwarzen ausgestanzten Kreis und klebe ihn mir auf die orange Sonne. Dazu nutze ich mir wieder den Tombow. Einfach aufkleben, hin und her ruckeln, dass überall der gleiche Rand ist. Auf die Hexe auf der Rückseite kommen kleine Abstandshalter, insgesamt 3 Stück. Ich schaue erstmal, ob 2 reichen, aber es wackelt noch ziemlich hin und her und es kommt noch ein dritter drauf. Für den Hexenbesen nehme ich mir ebenfalls die Mini Dimensionals, allerdings sind die kleinen auch zu groß. Aus diesem Grund schneide ich mir diese noch einmal durch. Ihr könnt die halbierten Abstandshalter entweder gleich auf den Besen aufkleben oder ihr macht es so wie ich, dass ihr auf den 2 Zoll Kreis den Abstandshalter klebt. Ihr wisst ja ungefähr, wo der Besen hinkommen soll und dort klebt ihr einfach den Mini Dimensionals auf. Und jetzt könnt ihr euch den Hexenbesen so hinsetzen, dass die kleine Hexe ihn hält. Ich nehme mir ein Stückchen orangefarbenes Papier und das Stempelset Buffalo Check. Mit Grapefrucht benetze ich den Stempel und ich nehme mir den Stemperatus zur Hilfe, damit der Stempel wirklich an alle Stellen kommt. Hier seht ihr, ist noch ein kleiner Schmutzfleck, den habe ich einfach übersehen. Der Vorteil beim Stemperatus ist halt, dass ihr immer wieder dieselben Stellen trefft und je öfter ihr die Farbe auftragt, umso intensiver wird die Farbe und das Ergebnis ist einfach hervorragend, weil nichts verrutschen kann. Ich habe bei dieser Karte bewusst keine Maße angegeben, da ich mir jetzt die bestempelten Stückchen einfach so zurechtschneide, dass es mir gefällt. Ich schneide mir von dem orangefarbenen Stück Papier einfach oben und unten ein Stückchen ab und auch bei dem Aquarellpapier werde ich mir dann die Seiten abschneiden. Ich nehme mir jetzt mein unbeschnittenes Aquarellpapier und setze mir Markierungen, wo die Karte unbedingt enden muss,
Und damit man ein wenig den Rand noch sieht von dem orangefarbenen Papier, ich setze es sowieso schräg auf, mache ich mir Markierungen und schneide mir das Aquarellpapier zurecht. Jetzt benutze ich Klebeband. Klebeband benutze ich deshalb gerne, weil es dann ziemlich gut plan auf der Karte aufliegt. Und nehmt lieber mehr Klebeband als zu wenig, denn es ist ärgerlich, wenn sich das Aquarellpapier dann wellt. Damit Dynamik in die Karte kommt, klebe ich es ein wenig schräg auf, mache mir meine Bleistiftmarkierung noch einmal weg mit einem Radiergummi. Jetzt kommen auf die Sonnenstanze, auf das Papier noch ein paar Abstandshalter. Und in dem neuen Herbst-Winter-Katalog von Stampin' Up! Findet ihr das wunderschöne Glitzerband in Schwarz? Also ich finde, das funkelt und glitzert so dermaßen gut. Da muss man sich einfach drin verlieben. Schneide mir ein Stückchen zurecht. Und damit man die Glitzerpunkte gut sieht, knicke ich mir es so, dass alle beiden Seiten nach außen zeigen. Also die Glitzerseiten zeigen zum Betrachter. Sichern tue ich das Band einfach wieder mit Klebeband. Ihr könnt natürlich auch einen großen Abstandshalter aufkleben. Mir reicht jetzt das Klebeband völlig zu. Und damit das Band wirklich gut hält, mache ich es dreimal sicher fest mit Klebeband. Alle Schutzfolien abziehen und den Kreis aufkleben. Als nächstes befestigt ihr den Hexenbesen. Hier wieder vom halbierten Dimensional die Schutzfolie abziehen. Ich habe den Besen so platziert, dass die Hexe ihn hält. Also ein Teil habe ich unter den Rock geklebt und der andere Teil ist in der Hand. In dem Stempelset findet ihr noch den Spruch Happy Halloween. Jetzt habe ich mir das Reststück von dem Aquarellpapier genommen. Ich nehme mir mein Memento-Stempelkissen und stempel mir den Spruch Happy Halloween in Schwarz auf. Ich schiebe das Stückchen dann beiseite, damit die Memento-Farbe richtig gut trocknen kann. Mit der Elementstanze Mondsterne stanze ich mir aus einem Stückchen orangefarbenem Papier die Sterne und den Mond aus, sowie die kleinen Pünktchen, die dabei sind. Ich befestige den Mond mit Tombow und die kleinen Sterne. Da reicht ebenfalls ein kleiner Klebepunkt mit Tombow hinten auf die Rückseite und ihr könnt die Sterne aufkleben. Manchmal ist mir das einfach zu umständlich, immer hinten einen Punkt draufzusetzen. Aus dem Grund setze ich mit dem Tombow kleine Pünktchen auf die Karte und klebe dann dort meine Sterne und meine Punkte auf. Eine Pinzette wäre jetzt hilfreich, die habe ich aber nicht zur Hand. Und damit die Sterne und der Mond richtig gut kleben, lege ich mir jedes Mal einen Acrylblock oben auf, so dass die Sterne noch ein wenig Zeit haben zu trocknen und richtig gut anliegen. Durch das Schwarz leuchtet natürlich auch gleich der orangefarbene Stern sehr gut und ich setze ihn mir extra deshalb bei der kleinen Hexe noch einmal hin. Ich werde euch alle gezeigten Produkte in meiner Infobox unten verlinken. Ihr werdet auch den Blogbeitrag dazu finden und wenn ihr auf meinem Blog seht, dann könnt ihr natürlich alle gezeigten Produkte noch einmal finden. Jetzt stanze ich mir mit der neuen Elementstanze Fledermäuse, drei Fledermäuse aus und nehme mir wieder den weißen Stift und setze mir Glanzpunkte auf die Fledermäuse. Und ich finde, die Fledermäuse sehen einfach hübscher aus, wenn sie auch noch Augen bekommen. Aus dem Grund setze ich noch zwei Punkte für die Augen. Wenn ihr Fragen habt zu Stiften oder Produkten, dann schreibt mir das einfach in die Kommentarzeile. Ich werde auf alle Fälle alles lesen und schnellstmöglich beantworten.
Bei den Fledermäusen finde ich sehr gut, dass jede Fledermaus ein wenig anders aussieht und dass selbst die Flügel in andere Richtungen schwingen. Die kleinen Fledermäuse eignen sich wunderbar für Halloween-Dekorationen. Ich werde sie mir auf alle Fälle in mein Fenster hängen und mir kleine Windlichter damit basteln, so dass es eine richtig schaurig gruselige Halloween-Nacht wird. Nun klebt ihr euch die Fledermäuse auf. Dazu nehme ich mir wieder meinen Tombow. Zuerst lege ich immer die Fledermäuse auf, schaue, ob mir die Position gut gefällt. Ihr könnt hier sehen, diesmal gestalte ich die Karte ein wenig anders. Also ich setze die Fledermäuse an eine andere Position. Ein Klebepunkt reicht und ihr könnt die Fledermäuse aufsetzen und festkleben. Ein Acrylblock hilft, dass die Fledermäuse gut sitzen, also dass sie schön plan liegen. Jetzt nehme ich mir mein Happy Halloween und schneide mir ein Fähnchen zurecht. Ihr könnt dafür eine Stanze nehmen für das Fähnchen oder ihr schneidet euch einfach die Ecken so ein, wie ich das gerade mache. Und damit es noch ein wenig nach oben zeigt, könnt ihr euch jetzt ein Falzbein nehmen oder einfach mit den Fingern ein wenig die Kanten hochknicken. Und das Schildchen klebt ihr entweder mit Klebeband fest oder mit Tombow. Der Tombow hat den Vorteil, dass ihr das Schild noch hin und her ruckeln könnt. Bei dem Klebeband ist es ja meistens so, wenn es einmal klebt, dann klebt es sehr gut. Und so hilft mir der Tombow, dass ich mir das Schild in die richtige Richtung drehen und wenden kann. Klebeband auf die Rückseite und dann das Stückchen Papier auf euren Kartenrolling aufkleben und schon habt ihr eure Happy Halloween Karte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Drückt die Glocke und ihr werdet benachrichtigt, sobald ich ein neues Video online stelle. Alle gezeigten Stampin' Up! Produkte könnt ihr gerne über mich bestellen. Schreibt mir einfach dazu eine E-Mail. Alle Kontaktdaten dazu findet ihr in meiner Infobox. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video sehen. Jetzt kann ich euch nur noch eins wünschen. Viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüssi, sagt euer Stempelhase.